Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir spielen heute wieder gemeinsam im Nebel und zwar mit Perk-Builds, die ihr uns vorgeschlagen habt. So spielt Felix mit den Perks Selbstfürsorge, Einfühlungsvermögen, Verwandt und Sprintboost. Ich wiederum nutze die Perks Flink, Schnell und Leise, Tanz mit mir und Städtische Umgehung. Wie das Ganze abgelaufen ist, seht ihr jetzt in der Runde. So, und da sind wir jetzt gegen ein Schweinchen, voll gespoilert, im Familiensitz. Ach, hat es eine Box neben dir? Ja, so, weißt du, es spiegelt los und einfach so eine fette Box im Gesicht. Okay. Alter, ist schon wieder losgelassen hier. Schweinchen muss in meiner Nähe sein, denn ich höre plötzlich Herzschlag sehr laut. Sprintboost rettet meinen Hintern. Ich bin hier vor allem voll reingelaufen. Gott save my life. Ich wollte mich gerade kratzen, in dem Moment kommt ein Skillcheck, ey. Frechheit. Ja, finde ich. Ich würde mich gerade kratzen, in dem Moment kommt ein Schwein. Also wirklich. Ja, so ein Schwein, ey. Schweinerei, sage ich dazu. Ja, ne? So eine richtige Sau. Ja. Hat alles hier total versaut, ey. Ja, ja. Das pure Kratzerlebnis an meiner linken Augenbraue, ey. Ich traue den so sehr gerade nach. Schrottlauch und Palette musste ich wegwerfen. Bescheid bist du, ja, jetzt was. Ja, so zusammengeknüllt und irgendwo so ein Papierkopf. Ja. Die musste ich einfach wegwerfen. Nee, die war nicht mehr, ja, gut. Ja, die gibt's. Ja, die war, so, war schon so ein bisschen fleckig. Ja, ja. Da war schon ein bisschen der Holzwurm drin, ne? Ja, genau. Der Wurm war drin, genau. Naja, war der Wurm drin. Ich glaube, sie hat sich hingehockt. Passt auf hier an dem Generator. Ja? Ich dachte gerade, es hätte die auf die Animation gehabt. Nee, wahrscheinlich war das die Hinhock-Animation. Nee, ich höre Herzschlag. Ich höre nicht. Hä, ist die in einer anderen Welt? Keine Ahnung. War doch gerade eben direkt hinter mir oder sie ist ganz anders lang? Seid ihr hier im Haus oder wo seid ihr? Die ist im Haus, ja. So, okay. You come too slow. Wie hast du gekriegt? 2? 30. Und 22 auf Reparieren. Hier im Haus ist noch einer, relativ weit. Ja, das sind alle drei auf einer Seite. Ja gut, dann mache ich den hier fertig und du gehst dann rüber. Ja, ich geh mit der. Sind die Kate Sisters? Mhm. Schwein geht auf mich. Nicht so Pagode laufen. So klein. So großen kannst du. Du meinst den Pavillon. Pavillon. Ja. Das Ding. Das ist eine Pagode. Eine Pagode. Gibt's hier nicht zwei Pagoden? Ich habe gesagt, die kleine. Die kleine Pagode. Oh, wer hat den Dings geschlagen? Und die kommt jetzt zu uns gerannt hier. Hm. Also kann ich im Haus den Gen machen? Du kannst im Haus den Gen machen, ja. Okay. Ich habe gerade mit einmal dreimal noch Perks genutzt. Achso, er fliegt, tanzt mit mir und stellt leise. Ja. Und ständig Umgehung nicht, oder wie? Ja, das kann ich ja nicht nutzen, wenn ich renne. Naja, kann ja sein, dass du vor dem Rennen geschlichen bist. Nee, ich habe ja mit einer Aktion alle, also drei von meinen Perks genutzt. Ich habe bis jetzt den Boost genutzt. Oh, effektiv. Gut, und Einfühlungsvermögen, war jemand verletzt? Ich weiß es nicht. Ja. Wichtig kam das Schwein noch nicht zu Potte. Nee. Das ist eine arme Sau. Nee, ich weiß nicht, was immer so viele Wortwitze machen. Das ist ja richtig peinlich. So, ich will nochmal zur Pagode gehen, weil da war der Gen ziemlich weit. Zu groß oder zu klein? Zu klein. Nein, okay, da komme ich mal vorbei. Ich habe Herzschlag hier in der Nähe. Ja, bei der Schrottlaube. Was? Ist. Bei der Schrottlaube. Bin ich gerade. Da ist zumindest jemand Verletztes. Oh ja. Vor allem, was ist denn hier los? Legacy Prestige Tag? Ich glaube, die Claudette hat auch Legacy Prestige an. Okay. Ich traue mich nie, mein T-Shirt anzuziehen, weil dann gehen alle Killer automatisch in Tunnel- und Camp-Modus. So, komm. Wir starten mal den Timer. Tick-Tack, Tick-Tack. Wieder random wurde geschlagen. Ah, cool. Jetzt klappt Verwandt, weil Verwandt klappt jetzt auch so, dass wenn jemand anders hängt, sehe ich das Schwein und die Augen. Aber halt nur ich. Und wenn ich hänge, sehen das dann alle anderen. Ja, die kommt zurück. Okay, dann lauf!
Hat sie dich getroffen? Nee. Nee, ich habe entkommen bekommen. Okay. Und helfen. Ich laufe so ein bisschen hinter der hinterher. Ich gebe der... Ich hätte sogar ein lilanes Medikit. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich dir nicht mein Medikit gegeben. Wäre egal. Also, wer weiß, was die für ein Medikit hat. Nee, ich hatte ein Medikit vorhin aus einer Kiste gezogen und habe das der jetzt hingelegt, aber ich habe nicht so drauf geachtet, was es denn für ein Medikit war. Ach so. Ein lilanes und das habe ich der jetzt gegeben. Die hat sich kurz angeheilt und sucht jetzt eh nur nach dem Schlüssel. Naja. Weil ich bin schon Max ein Zieler. Das Schwein kommt zu mir Richtung große Pagode. So, hier bin ich auch. Also ich gehe an Jen gegangen. An deinen? Ja, die tritt den gerade. Okay, ich sehe es, ja. Ich bin auf der anderen Seite von der... Ja, oh, ich okay. Zur anderen Pagode. Zur anderen Seite. Schönen Sprintboost, voll weggeworfen. Ich mach gerade mal einen Totem. Sie hockt sich hin. Ne, sie steht vorne. Bevor. So Schwein, ja. Sie jagt mich nicht weiter, sie tritt lieber nochmal gegen den Generator. Jetzt jagt sie dich, oder? Ja, weil ich auch blöderweise auch zum nächsten Generator auf dem Hügel gegangen bin. Also fange ich den halt an. Ich glaube, sie geht jetzt wieder zu deinem Gen. Wir haben uns jetzt toll in dieses kleine Dreieck verfrachtet, ne? Was? Geh mal auf die andere Seite, Dakota. Da ist aber kein Generator, die sind ja alle in dem Gebiet. Ja, ich weiß, aber ich meine, wenn sie mir hinterherkommt. Ach so, oh. Macht's es noch? Ich glaube nicht. Nee. Ich habe extra für dich einen Generator krachen lassen. Toll. Also ich will sie extra auf die andere Seite der Karte lotsen. Ja, aber ich wollte halt einfach, dass du überlebst. Ja, okay. Fällst du gerade in den Keller runter? Ja. Okay. Gut, weil ich würde sagen, TikTok. Ja, ja. Ich habe übrigens vor kurzem ein Video von Nord-Ostava wieder geschaut, also von Ostava wieder geschaut. Hm. Also man kann anhand des Timers absehen. Sie hat die Falle abbekommen. Du kannst anhand des Timers, des Piepens und des Lichts absehen, wie weit die Falle ist. Ich glaube, wenn sie weiß leuchtet und so ein bisschen piept, dann ist sie noch vor einem Viertel oder bei einem Viertel. Dann hätte man gelb und rot. Ja, stimmt. Ja, ja, zwei. Und dann hast du halt, dann, wenn sie rot ist, hast du dann meistens noch so 30 Sekunden über. Ja. Naja, ja, ich wusste das schon, aber ich habe jetzt nie so richtig auf das Licht geachtet. Ach so. Kommt das Schweinchen hoch? Das Schweinchen kommt hoch. Ja, verletzt, ich bräuchte mal eine Heilung. Wo ist hier mal irgendjemand, der mich heilen könnte? Keine Ahnung, ich könnte es dir sagen. Aber? Einer ist hier oben im Haus drinnen. Einer ist bei der großen Pagode. Aus dem Haus? Okay. Ja, hinten im Haus, frag mich nicht. Und einer rennt gerade zum Haus. Das bin ich. Das bist du. Und die bei der großen Pagode hat sich selbst geheilt. Wo ist denn jemand beim Haus? Der ist jetzt hinten hinterm Haus. Seh's, ja, siehst du. Naja, der ist halt weitergerannt, aber war dort. Ja, ja. Der hat eine Falle auf dem Kopf, aber die ist ja noch nicht aktiv. Was ist denn im Gen noch? Ja. Aber ich denke, das Schwein wird gleich herkommen und Spielverderber sein. Die Nia bastelt gerade an ihrem Kopf rum. Ich bin mal vom Schwein weggerannt. Ich wollte jetzt nicht auch noch einen Schlag kassieren. Also Schwein, du hast die Wahl. Entweder du hebst die Dame dort auf. Die Kate war es, glaube ich. Oder die Nia. Nee, ist die Kate. Achso. Entweder sie hebt sie auf und ich mache den Jen. Oder ich heb ihn. Ja, nee, ja, warte, ich heb sie mal schnell auf. Ja, sie jagt gerade mich.
Verformung? Schwein jagt jetzt mich, ja. Sehr schön. Das will mich, glaube ich, nur verletzen. Ich laufe gerade lang auf immer. Sie hat schlampiger Schlachter drauf. Okay. Ist mich? Ach, es war gar keine Clip-Dead, es war nur eine Nia. Okay, ich dachte. Was? Na, ich habe ja vorhin gesagt, zwei Leute mit Legacy Prestige, aber das geht ja gar nicht. Du bist ja auch eine Kate, ne? Eine Kate, ja. Ja. Das war nur die Nia, die ich vorhin so schimmern gesehen habe. Ja. Komm, alle versuchen nur noch diesen einen Generator auf dem Hügel zu machen. Ne? Ich mache ja einen anderen hinter der Pagode, der ist auch über der Hälfte. Okay, ja, ich komme mal vorbei. Das ist halt immer so ein bisschen im Stress. Ja. Die kommt. Okay. Oder jagt sie jemanden? Ja, kann sich auch wieder hingehockt haben. Ja. Nee, ich glaube, die ist oben noch beim Hügel, weil ich sehe die mit Einfühlungsvermögen da die ganze Zeit oben rumlaufen. Ja, ja, okay. So, gleich nachts. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Dann ist das letzte Stündchen abgelaufen. Willst du retten? Ich mache jetzt Tor auf. Können wir mal das andere Tor aufmachen? Also willst du das ganz aufmachen oder? Mach's auf 99. Aber gut, wenn du nicht rettest, ne, die andere, die wird ihre Falle loswerden. Da gehe ich retten. Ja, gut, ich kann auch retten. Ja, hast recht. Ja. Oh, der andere rettet mir gerade hier. Ja, ich gehe retten. Muss jetzt, ansonsten schaffen wir es nicht. Okay. Tor ist etwa bei der Hälfte. Das ist dort hinten. Okay, gut. Ne, mir kam gerade die andere entgegen. Ich dachte, sie wird gejagt. Oh, das Schwein ist hier irgendwo. Ja, ich glaube, das Schwein jagt mich. Das Ding ist, wenn es mich jagt und verfolgt, dann... Es ist ein Tor gegangen, das Schwein. Okay, dann renne ich. Hat's aufgemacht. Ah, okay. Endgame-Timer plus Time... Oh, ja. Fallen-Timer. Nicht so schön. Okay, auf. Die andere hat aber ihre Falle abgekriegt. Ja, super. Der Timer von der Kete hat gerade angefangen. Ja. Welches Tor ist offen? Das, was du, wo du dran warst. Okay, das Schwein jagt mir nach. So ein bisschen zumindest. Hat aber von mir abgelassen. Ja, Dings macht gerade das andere Tor noch auf. Hm, Kate ist bei der Schrottlaube. Und rennt. Und schaut sich dabei um. So sieht es zumindest aus. Ich glaube, die Kate wird klein gehen. Ja. Ja. Aber die kriegt auch einen Defug. Ja, ich renne raus. Weil Blutwächter, ne? Würde jetzt noch oben drauf passen. Wenn die schon so auf Timer fixiert ist, ne? Aber es hat das Schwein eigentlich ziemlich gut gemacht, dass alle Timer aktiv sind. Zum Schluss dann. Ja, zum Schluss. Und zwei Leute noch suchen mussten. Gut. Vor allem sie behält die... Das Schwein ist ja raus. Aber es ist halt auch die Sache, wie gut man dann von gut gemacht sagen kann, weil sie halt am Anfang halt überhaupt gar nichts gebacken gekriegt. Ja, naja, und jetzt campt vor der... hat sie ja erst kurz zum Schluss gemacht. Ja, jetzt hat die Kate 10-mal ausgelacht. Boah, das Schwein, also ich wette, die hat Blutwächter. Weil die Kate ist doch ein Deathhook, oder? Ja. Und die kann die freiwilligen. Aber die hat noch einen laufenden Timer. Auf den Kopf. Nee, sie hat keinen laufenden mehr auf dem Kopf. Nee, ja, sie hat ihn nur nicht, weil sie in der Jagd ist, ja. Ja, sie hat noch einen laufenden. Ja. Wenn sie das Schwein macht, denkt sie es auch so. Los, renn raus. Ja. Na gut, das hätte ich jetzt, ne? Kate kann jetzt einfach nichts mehr machen. Ja, aber wenn jetzt vor allem Nia noch drauf geht. Ja. Die braucht jetzt nur die Nia aufheben. Nix, ja. Und wegbringen, fertig. Und die hat gerade mehr Fallen, weil oder? Kate ist tot, Kate kommt nicht mehr raus. Ja. Die will rückwärts raus. Die hat einfach raus. Ja. Jetzt hat das Schwein noch zwei Kills gemacht. Kate ist tot. Ich glaube, die Nia dachte halt einfach, dass das Schwein macht noch irgendwie Spaß und... Ja, ja, aber... Ist keine Gefahr, aber... trau niemals einem Killer, ne? Ja. Killer. Ja. Na, guck mal, die Nier, die hatte fast alle drei Stacks auf einfach der Menschen. Ja, fast, ne? Das ist halt fast. Immer fast. Einer hat immer noch gefehlt.
Genau, ich glaube, mit diesem Fazit, trauen nie einem Killer, können wir diese Runde auch abhaken. Wir sind ja erfolgreich entkommen und können die Geschichte weiterzählen. Guck mal, Jane Romero war unser Killer. Ja, war wunderbar, ja, klar, ne? Ja, das ist also, wenn einfach die Überlebenden dir einfach in den Rücken stechen. Ja, jetzt einfach eine Schweinsmaske aufgesetzt. Ja, das Schweinsmaske. Ja, genau, wir wissen ja gar nicht, wie ihr Mender aussieht. In Wahrheit ist es immer James, unsere gespaltene Persönlichkeit. Ja, und man weiß es schon, wenn man die Filme gesehen hat, aber... Ja, nee, es ist Jane. Bei Daylight, da hast du es noch nicht ohne Maske gesehen. Ich glaube, da gab es auch einige Render, aber ja, das stimmt schon. Ja, ich weiß, in Render-Dings kannst du die, ich habe es auch schon gesehen ohne Maske. Ja. Aber ja, es ist einfach Jane, fertig. Es ist einfach Jane Romero, ja, jetzt wissen wir es. Ja, Ende. Das Geheimnis ist gelüftet, bei uns habt ihr es zuerst gehört. Aber ich sage, sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.